so, 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 so. Und da kommt wieder das Düdüt dahin. So. Den flexen wir auch nochmal um. Der ist auch im Weg. Alter, jetzt fällt der gegen unsere Station. Ist das denn sein Ernst? Na, ich hoffe, der disappeared gleich noch. Weil das finde ich ein bisschen uncool, dass er da jetzt reinfällt. Ich wollte kein Gemüse im Frachtraum haben. Dafür bauen wir noch einen botanischen Garten oder so. So, alles klar, schön. Ja, und dann können wir jetzt hier wieder ein bisschen Boden legen. Können wir uns auf den Boden legen und entspannen, sozusagen. Eingezwängt, Hilfe. So. So, 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 so. Okay. Alter, jetzt werde ich zu schnell. Jetzt mache ich hier Mist. Jetzt mache ich hier Mist. So, 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 und so, und da noch so, und da auch so. Zu. Ja, wir bauen den Boden ganz klein und dicht. Ich rede eine Scheiße, als wäre ich dicht. So. Ich darf auch nicht zu schnell werden, sonst dötze ich gleich hinten an der Wand mit dem Rücken und bin schon wieder tot. Das kann ich jetzt echt nicht schon wieder gebrauchen, das wäre echt uncool. So. Rest machen wir da gleich auch noch, aber... Hier diese Art Treppenhaus, sag ich mal. Muss hier nochmal hin. Die Frage ist, geht das oder passt das nicht? Das passt nicht, ne? Ne, wir müssen eigentlich zwei darüber, um in den Bereich zu kommen. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es anders. Dann zu. Dann mache ich das Treppenhaus hier in meinen Flur, sag ich mal. Hier müssten wir doch mittig reinkommen. Genau. Hier kommen wir mittig rein. Das ist super. Das wollte ich haben. Und hier können wir aber auch nochmal eins machen. Das ist doch nicht verkehrt. Entschuldigt. Hier kommen wir nämlich in den Außenbereich. Und wenn mich nicht alles täuscht... ich meine, das hier ist zwar der ne, das Eingangsbereich-Ding. So, aber... Zum einen wollte ich hier noch zukleistern. Weil da ist ja nur diese schlanke, schmale Panzerung jetzt aktuell. Also nur die Spitze von den Doppeldingern. So. Und. Ja, normalerweise komme ich hier also rum. Dadurch, dass ich jetzt dieses Provisorium hier gebaut habe, komme ich nicht rum. Aber später sollte ich tatsächlich rumkommen. Ach, das ist gar kein Grafikfehler. Das ist ein Rumgerase von dem Schatten, oder? Nee, das war ein Grafikfehler. Okay, egal. So, dann fangen wir schon wieder an mit unseren Treppchen hier.
So. Da hätte ich gerne, den. So, dann geht das hier in den Wartungsbereich. Ich weiß noch nicht, ob ich da gleich noch was anderes mache, das ein bisschen dekoriere, weiß der Kuckuck was. Und dann wird hier auch noch ein Treppchen runtergehen. So. Und da dann wieder die 7. So. Hier geht's dann zum Wartungsbereich. So. Zum Wartungsbereich, zum Ausgang. Da kommen dann noch Schilder dran oder was. So. Fahrstuhl fände ich für das kleine Stück übertrieben. Das werden die Räume, das werden die Räume. Bababam. Der Raum ist quasi fertig. So. Frachtgedöns. Und zwar ist, bis hierhin. Kann ich auch schnell rückwärts laufen? Nee, ne? Nee. So. Hier kommt ja noch die normale Mauer drüber. Und deshalb mache ich das mal gerade. So, rechtzeitig Triebwerk wieder an. Nicht, dass wir noch wieder runterfallen. So. Und dann muss ich nämlich mal gucken, wie viel Platz wir hier haben. Weil 7. Hydrogen Tank large. Wie large ist large? Wow. Wie large ist large jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Das könnte gerade so gehen, aber das passt nicht. Oder? Doch, da ist noch ein Platz. Da ist noch einer Platz. Die passen tatsächlich hier hin. Denn ich habe doof geguckt. Das sind ja die Smallen, wie wir sie alle kennen. Der Medium, ich dachte erst, der Medium wäre auch 3x3. Ist er auch, das ist, ne? Der normale Medium, das ist da schon der Large. Und der Large-Tank ist wirklich 5x5x5, so wie es aussieht. Das ist ja ein Mördermonster. Ein Mördermonster. Aber er passt hier hin. Und deshalb möchte ich ihn ehrlich gesagt hier auch hinbauen. Weil, wie gesagt, es soll im Notfall noch sowas wie eine Tankstelle werden. So. Und so. Und so. Hohoho. Ho, ho. Das wird Oberimba. Oh, das war zu weit. Und hier ist jetzt noch genau ein Dreierplatz. Da ist die Frage, ob man den erweitert oder nicht. Hier hinter brauchen wir doch nicht so viel Platz, ne? 1, 2, 3, 4, 5. So, dann machen wir den bis da. Und da überlege ich mir noch was. Und dann machen wir hier nämlich weiter. Wie gesagt, Riesentankstelle. So. Na, so. So.
Und das passt nicht. Okay, der muss wegbleiben. 5 Stück. Nett. Wirklich nett. Das sind mal fette Tanks. Wie viel Platz haben die denn? Small 40.000 Liter, Large 40.000 Liter. Ja, gut. Das entspricht aber nicht dem Volumen von dem, was so drin ist. Wo sieht man denn, wie viel Dingens da reinpasst? Das sieht man gar nicht, ne? Also wie viel wirklich in Gas, wie viel Tankgröße die haben. Das sieht man überhaupt nicht. Das ist echt schade. Was ich cool finde, ist, dass die, wenn die nebeneinander stehen, wirklich so geschlossenes System bilden. Wobei ich ehrlich gesagt am Überlegen bin, ob das so als Tankstelle vielleicht sogar noch cooler aussehe. Denn die waren doch auch, wie gesagt, 5 mal 5, gelle. Das heißt... Okay, ich mach mal hier V. So, sonst sehe ich ja mal gar nichts. Das heißt, ich müsste die doch gekippt auch so montieren können. Ich glaube, das sähe cooler aus, oder? Moment. V. Ja, ich weiß, ist affig, aber ich will es mir mal wenigstens mal kurz angucken. Und wir müssen den Scheiß ja nicht wegräumen. Das macht ja bekanntlich hier unsere Staubsauger machen das für uns. Die räumen den ganzen Scheiß wieder beiseite. Von daher können wir das ja mal kurz ausprobieren. Das ist ja nicht so der Aufwand hier. So. Und... Ah, jetzt haben sie überall weggeräumt, nur hier noch nicht. Ganz toll. Ah, einen kleinen Moment noch. Aber es geht ja, wie gesagt, relativ fix. Wir müssen das Ganze nicht schweißen und die Sachen hin und her schleppen. So. 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 Ich möchte mir, wie gesagt, mal angucken. Doch so als Tanks. Ich weiß nicht. Ist Geschmackssache. Kommt irgendwie auch aufs Gleiche raus. Vielleicht wären sie sogar so rum noch besser. Aber wisst ihr was? Ist mir jetzt egal. Ich lasse das so. Das bleibt jetzt. So sehen sie ein bisschen cooler verbunden aus. Als wäre es ein großer Verbundtank vielleicht. Ich lasse das jetzt so. Dann ist gut. So, wie gesagt, das bleibt so. Da haben wir einen wahnsinnigen Wasserstofftank-Dingsdöns-Bereich. Die brauchen aber auch noch selbstverständlich einen Anschluss. Jetzt überlege ich... Ruckel ich hier wirklich schön eine Rohrleitung rein oder machen wir das nicht? Also, bevor wir das irgendwie entscheiden, mache ich es auf jeden Fall erstmal so, dass die von unten angezapft werden. Und zwar ist das dementsprechend vom ersten hier einer weiter. Also 1, 2 Lücke und dann 1, 2, 3. Und dann natürlich einen weiter nach da und einen weiter nach da. Okay, ich glaube, ich werde es finden. Okay, nee, so nicht, weil ich kann von innen nicht zählen jetzt, weil ich nicht innen lang komme. Müssen wir anders machen, muss ich mal gerade schauen. Schräge, dann ist da drunter ist ja eine Reihe. Ne? Hier ist...
Hier ist die Schräge. Dann hatten wir hier einen Panzerblock. So, das heißt, eins, zwei von der Wand weg. Zwei von der Wand weg. Und eins, zwei, drei, vier, vier von der Treppe. Eins, zwei, drei, vier von der Treppe. Hier. Und dann eins, zwei von der Wand weg. Theoretisch hier. Ha! Bombe, oder? Das war doch mal gekonnt. So. Dann kommt da jetzt so einer rein. Ja, so wie der dann soweit ist. So. Achso, der ist noch nicht fertig. Dann drehen wir den gerade. So, so und Courvet. So. Halt. Hätte ich doch fast was vergessen. Da hätte ich ja doof geguckt gleich. So. So. Ist die Frage, wo ist der andere? So. 2, 3. Der zu Ende. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Hier müsste auch noch einer sein. Oh, das klappt ja wie ein Länderspiel hier. Wunderbar. Wunderprächtig. Ist es nicht wunderprächtig, wie ich das so schön hinkriege? Da ich sonst immer sowas auf die Schnauze falle, bin ich ganz froh gerade. Entschuldigung. So. Jetzt haben wir gesagt, da muss einer rein. Und da muss einer rein. Und der passt immer noch. So. Das könnte sogar der letzte gewesen sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sind die Tanks auch angeschlossen jetzt. Müssten sie sein, wenn ich nicht Mist gebaut habe. Aber es sieht so aus. So, dann können wir da wieder raus. Meine Güte, das sind ja imposante Tanks. Also ich finde es schon cool. Ich finde es schon cool, das sind schon echt imposante Tanks. Was die Frage erledigt hat, auf der Rückseite machen wir keine Aussicht. Auf der Rückseite gibt es nichts mit Aussicht. Auf der Rückseite könnten wir höchstens eine zusätzliche Panzerung einbauen oder sowas. Weil, ja, schweres Gedöns. Oh, Moment. Bevor wieder mir hier alles versagt. Nicht, dass ihr meint, ich passe da wieder nicht drauf auf. Ich hatte jetzt nur mal ein Sekündchen nicht hingeguckt. Wir haben noch eine Reserveflasche. Aber der Sauerstoff wird auch schon wieder knapp. Und die sind inzwischen fast leer. Gene da. So und so und so und so. Bevor uns jetzt hier irgendwelche Missgeschicke passieren, machen wir das so. Okay. Das war das. Yippie! Also, und bevor noch weitere Missgeschicke passieren, hust, wir haben lange nicht mehr gespeichert. Bevor da irgendwas in die Brüche geht, wollen wir das wieder machen. Wir haben doch schon einiges weitergebaut hier wieder. So, da bin ich jetzt mal gerade so dreist und mach mal die Türchen hier zu. Die brauchen wir jetzt so nicht weiter. So, dann geht's hier lang, hier lang. Hier könnten wir... Was könnten wir denn hier noch für eine Tür hinbauen? Wollen wir hier noch so eine Dingens? Hier so eine Warnbarke, sag ich mal. Luftschleusengedöns. Jo, ne? Machen wir. Machen wir die Tür dahin noch.
okay, das passt mir gerade super gut. Das ist zwar eigentlich total beknackt, das durch einen Nebenraum vielleicht zu machen, aber ich finde es gerade irgendwie total cool, hier die Lüftung reinzusetzen für den Raum. Ist gerade, ich weiß nicht, ich finde die Idee gerade irgendwie kracher. Da, 6. 6. So und ja, passt. Ich finde die Idee gerade irgendwie kracher. Hier die Lüftung reinzubauen für den Raum. Kommt zwar vom anderen, aber ist dann, ja, ja, ich weiß. Das ist ja nun mal prinzipiell eigentlich eine voll korrekte Technik. So verschwindende Türen verschwinden ja nicht einfach. Die verschwinden in der nächsten Wand. Die hat dann eine Aussparung. Also in echt. Und hier ist das natürlich ähnlich gemacht. Darf es auch. Das funktioniert auch so. Deshalb machen wir das mal gerade so. Dann sieht das nicht ganz so panne aus. Aber irgendwie diese Löcher, diese Tiefen, es gefällt mir nicht. Muss ich ehrlich sagen, muss ich ehrlich sagen. Also am liebsten hätte ich ja irgendwie so Bauteile, wisst ihr, hier, wie die? Nur, dass die von beiden Seiten angeschrägt sind und zur Mitte gehen. Wisst ihr, was ich meine? Dass man hier so Türen irgendwie, dass man die Wände ein bisschen dünner machen kann dahin. Und dass Türen nicht hier in so einem Kasten sitzen. Das fände ich schön. Solche Steine würden mir irgendwie noch fehlen. Könnte man hier eine Ecke und da eine Ecke und da und da. Also ich zeige euch mal kurz, was ich meine. Nur kann man das dann natürlich leider nicht so machen, weil es einfach nicht aussieht, weil es nicht passt. Weil dann die Tür nicht funktioniert. Die ist dann im Weg. Also im Prinzip so. Da gibt es noch andere für. Hier die Eckendingens. Ecksockel, Gedöns. Nee, nicht die. Die. Die Ecksockel, Gedöns. Da gibt's gar keine Ecken für. Aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hier auch. Nur passt das halt vorne und hinten nicht. Das sieht halt voll scheiße aus. Und ich hätte gern Blöcke, mit denen man das machen kann. Achso, da ist irgendwas noch runtergefallen, ja. Muss noch gerade eingesammelt werden. Und das finde ich halt schade. Ich würde wirklich, wirklich gern, würde ich irgendwie die Wand ein bisschen verschmälern, so in dem Bereich, wo die Tür hinkommt. Schön gemacht, finde ich, ist dafür halt die Tür hier als Mod. Die ist dann gleich so gestaltet, dass die Wand dünner wird hier im ersten Bereich. Ein bisschen. Und es ist schön ausgenutzt, die Fläche und die Möglichkeit. Das ist echt eine super Sache. Das finde ich wirklich, wirklich schön. So sieht die Tür nicht in so einem Kasten aus, wie die Originaltüren oder halt die zum Beispiel. Aber es geht nicht anders, ist ja auch egal jetzt. So, da machen wir dicht. Da haben wir Lüftung, alles tutti. So, Sauerstoff sieht gut aus. Die Dinger werden wahrscheinlich gerade befüllt, aber in einem Zeitraum, dass man es nicht sieht. Ja, ja, das geht in 0,0001% Schritten. Und die kannst du fast mitzählen, so langsam geht das. Also da passt eine Menge rein. Okay. Da passt eine Menge rein. Sauerstoff ist quasi schon voll. Aber wie gesagt, ganz ohne Sauerstoff sind wir hier auf dem Planeten ja nicht. Von daher brauchen wir da nicht so viel Reserve. Das muss ja nur, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi ein Puffer sein, wo ein bisschen Kompression sein kann. Ja, da brauchen wir viel von. Ich glaube, wir sollten gleich mal eine kurze Tour machen und noch ein bisschen Eis holen. Was meint ihr? Kommt, wir holen uns noch ein wenig Eis. Na,
So. Dann schmeißen wir dafür mal die Triebwerke an. 7 und 9. Und verriegeln aus. Und an. So. So, do, do, do. Zit. Tschu. Okay, also die Antriebe hier sind definitiv effizienter, viel effizienter als die Weltraumtriebwerke, die ich habe. Lustig, aber in Ordnung. Da ist unser Bohrschiff. Temperatur geht schon wieder runter. Wir kommen aus der Atmosphäre gleich raus. Ne, jetzt geht sie schon wieder hoch. Müssen wir mal gucken, ob wir hier rechtzeitig aus der Atmosphäre rauskommen oder nicht. Na, ab 200 Grad wird es kritisch, da muss ich ein bisschen bremsen. Beziehungsweise die Beschleunigung reduzieren. Ah, es geht schon langsamer und die Temperatur fällt wieder. Alles klar. Dann können wir jetzt die Booster dazu schalten. Ach, guckt mal, ne? Wir wollten hier auch noch Wasserstofftanks hinzufügen. Wow! Okay, ich hab's gerade ein bisschen übertrieben. Ich habe wirklich das Timing perfektioniert, was den Boost angeht. Alter, wir haben ja 900 Meter pro Sekunde drauf. Scheiße. Ich mache jede Wette, ich muss jetzt schon bremsen. Es ist nämlich nicht mehr weit. Ne, 600, 400, okay. Brauchen wir doch noch nicht ganz. Dann geben wir noch mal ein bisschen Schub. Das ging jetzt natürlich wirklich flott. Oh, da ist schon wieder ein Schiffchen. Nicht allzu weit entfernt. Mining Carriage. Müssen wir mal gucken gleich. Das ist nicht so weit weg. Das kann ja fast in Reichweite der Laser sein. Meine Güte. Oder? Nee, nicht ganz. Nicht ganz, nicht ganz. So. Na, da sind wir heute aber gut reingekommen. So langsam haben wir das mit dem Anflugwinkel raus, wa? Und schuppdihui. Schon sind wir dran. Und verriegelt. Top Sache das. Dann wollen wir mal hier wieder in die Small. So. Ab. Da können wir vollpacken. Und hier hätte ich gerne Eis. Was haben wir noch an Eis? Nicht Eisen, sondern Eis. Eis. So. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. So, dann haben wir hier noch ein paar über. Da können wir zum Beispiel noch Eisen ein bisschen mitnehmen. Ja, können wir ruhig noch reichlich Eisen mitnehmen, ne? So, wir haben unten ja auch Assembler.
Machen wir hier mal rein. Ach, deshalb hat das nicht gepasst. Ja gut, ist egal. Da sollte es nicht rein, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Container voll mit je 130 Tonnen. Das ist schon in Ordnung. Da haben wir über 1000 Tonnen, glaube ich. Das ist eine super Sache. Ja. Und dann können wir auch schon wieder los. 3, 4. Ein Stück beiseite. Dann können wir hier schon wieder anschalten. So. Und Kurs setzen und gib ihm kurz nochmal einen kleinen Schub geben. Müssen dann nur wieder aufpassen, diesmal mit der Höhe, dass ich rechtzeitig das Bremsen anfange. Ich habe nicht vor, das Schiff verglühen zu lassen. So, 400 Meter pro Sekunde. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich will nicht auf die Schnauze fallen gleich. Wir werden eh noch schneller durch die Planetenanziehung. Gucken wir mal. So, dido. Okay, noch 25.000. Ja, Finger schon mal bei die Trägheitsdämpfer. Noch 20.000. Ich glaube, bei 15 fing das an, ne? Dann bremsen wir schon mal. Irgendwie, ich glaube, bei 15.000 Meter fing da die Atmosphäre an, kann das sein? Oder 14 oder irgendwie sowas? Ne, 15.000 von der Distanz her, ne? War doch bei 10.000. Na, wir gucken mal. Wir werden es ja gleich sehen, wenn es heiß wird. Ah, aber ein bisschen unter 11. Okay. So, Geschwindigkeit reduzieren wir schon. Trägheitsdämpfer habe ich an. Verglühen ist keine Gefahr. Wir werden schnell genug langsamer. So, Hitze ist nicht mal bis auf 100 gekommen. Alles tutti. Wir wollen ja nicht hier als Komet enden, ne? Das wäre so ein bisschen uncool. Da hätte ich persönlich auch was gegen. Auch wenn das Schiff nicht so schön ist, aber es ist super praktisch gerade. So. Okay, jetzt sind wir wieder ein bisschen schnell geworden. So, jetzt können wir die Weltraumtriebwerke schon wieder ausschalten. Die anderen Triebwerke haben genug Power. Wir müssen noch ein ganzes Stück vor und dann ein Stück runter. Und dann sitzen wir dran. So. Verriegeln. Triebwerke abschalten. So. Jetzt gucke ich hier nochmal kurz. Eis. Und dann wollen wir hier ruhig die großen Sauerstoffgeneratoren.
Die sind schon alle voll. Okay. Das ist super. Dann dürfen wir den auch nochmal richtig voll machen. Wenn die alle voll sind, dann kann das Eis hier rein. So. 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 Das Eisen packen wir hier auch noch mit bei. So. Dann haben wir hier über 8000 Tonnen Eisenbarren hier unten. Über 1000 Tonnen Eis. Das sieht schon hervorragend aus. Das freut mich. So, dann können wir auch mal gucken, wie das hier vorangeht. Oh, noch nicht mal 3%. Ich glaube, wir wären gut daran beraten, hätten wir noch sowas wie einen großen Sauerstoffgenerator gebaut. Ich überlege gerade, wollen wir das noch machen? Wollen wir noch einen großen Sauerstoffgenerator machen? Der, was weiß ich, hier dranhängt. Wartet mal. Hier haben wir doch eh noch ein bisschen Platz. Hier haben wir doch eh noch ein bisschen Platz. Da können wir doch bestimmt einen großen Sauerstoffgenerator dran knallen. Hier hatte ich die Sauerstoffgeneratoren. 6. Nee, das ist Sauerstofftank. Dann, Generator. H2O-Generator groß. Aber nicht für kleines Schiff, sondern groß für großes Schiff. So. Nee, das machen wir wieder anders. 6 so. So machen wir das. Und so machen wir das. Und da passt auch noch einer hin. Der wird aber nicht so viele Dinger hier kriegen. Oh nein, passt doch nicht. Das passt doch nicht. Schade. Egal. Ist nicht so schlimm. Nehmen wir erstmal die beiden. Okay, jetzt geht es wieder um meine Schätzungsfähigkeiten. Das ist wohl der letzte davon. Dann hat der noch zwei Felder Platz. Und dann müsste direkt hier... Och, bin ich gut oder bin ich gut? Mein Gott, nee. Gottchen, wie gut. Da und da. Perfekt. So. Ja, komm. Ne? Jeder muss mal Glück haben. Auch ein blindes Huhn findet ein Korn und. Ich kenne den ganzen Scheiß. Ich sage ja auch nicht, dass es was anderes ist. So. Kurve hier. Kurve hier. Und T-Stück hier. So. Dann haben wir hier ein paar große Sauerstoffgeneratoren dran.
Ich finde das ehrlich gesagt voll toll mit diesen unterirdischen Rohrleitungen, mit diesem Kriechkeller. Das sieht voll aufgeräumt aus. Ich finde es total gut. Und man kann wirklich für Wartungszwecke und so nach unten gehen. Das ist echt eine feine Sache. So. Hier wollen wir schauen. Die haben sich auch schon vollgepackt. Hervorragend. So, und selbstverständlich brauchen die hier noch eine kleine Steigerung. Nee, die hatte ich alle dahin gepackt. Pro, so. Effektivität bringt da nichts. Produktivität. So und so. So, 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 so. Die dürfen jetzt noch ein bisschen mehr Gas machen. Und wenn das alles fertig ist. So, komm, hopp, hopp. Was fehlt? Stahlrohr klein. Okay. Gucken wir mal. Gehe ich davon aus, dass... Doch, wir haben noch. Ansonsten dürfte der eigentlich, meine ich, schon mitproduzieren. Ne? Hatte ich eingestellt. Naniten Control Factory darf den kontrollieren. Und... Nanit Control Factory darf Assembler benutzen. Jawohl. Okay. Läuft. Das heißt, die kann sich auch Nachschub produzieren. So. Das passt. Das ist voll. H2. So, werden die permanent vollgehalten? Ich weiß es nicht. H2. Irgendwie sehe ich hier keine Steigerung. Das ist komisch. Funktioniert das nicht? Ein bisschen schneller geht's, aber jetzt nicht so krass, wie ich es jetzt erwartet hätte. Wartet mal. Doch, der knallt sich auf jeden Fall voll. An sind sie auch. Automatisch auffüllen haben sie drinne. Förderbandsystem benutzen. Die müssten laufen. Aber irgendwie sieht das komisch aus. Bis auf den grünen Balken habe ich nicht den Eindruck, als würden sie laufen. Ja gut, doch, es geht doch schon deutlich schneller. Ist schon richtig. Es geht schon deutlich schneller und wir haben ja nur die beiden zusätzlich angeklemmt. Es geht schon deutlich schneller. Aber es ist schon übel, was das braucht hier. Das ist, ist schon eine Hausnummer, muss man so sagen. Kann ich hier... Oh ja, hier kann ich langlaufen. Aber hier komme ich nicht mehr... Doch, hier komme ich auch noch wieder raus. Aber hier nicht. Da ist dann die Frage. Ich habe nämlich gerade gesehen, hier würde es wahrscheinlich wieder nicht passen. Doch, das passt gerade so, ne? Dass man hier hinter kann. Wartet mal. Ich will mal gerade gucken. So, Ratespielchen. So, 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 so. Und so, 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 so und so.
Und dann kann man hier hinter. Das ist eine Top-Sache. Das ist eine Top-Sache. Dann werde ich hier nämlich irgendwie das so setzen, dass man hier rein kann. Und dann ist das das komplette Frachtabteil hier hinten. So. Und da kann man auch rein. Top. So. Dann werde ich gleich nochmal gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwie noch einen draufsetzen. Oder ob das dann zu hoch wird. Oder das gucken wir aber gleich. Ich weiß noch nicht genau. Also hier ein bisschen höher. Ich sag mal, vier hoch müssen wir auf jeden Fall. Wenn wir um die gehen, ich weiß nicht. Entweder decken wir es mit Platten ab und die haben lassen ein Loch im Boden. Oder wir machen den Boden bis dahin, dann sind es sogar fünf. Dann könnte man theoretisch hier noch eine Reihe Container draufsetzen. Na, gucken wir. Gucken wir dann. So. Hier möchte ich aber erstmal gerade noch den Bereich zumachen. So. Okay. So, und hier will ich wirklich schöne Lounge machen. Ich glaube, die behalte ich mir vor, hier so zu machen. Und dann... Da würde ich dann nämlich gerne hier die Treppen nehmen. Aber ich überlege noch, wie. Wie das wohl am schönsten wäre. Nee, ich glaube, das mache ich ein bisschen anders. Und zwar die Dinger. Ich glaube, das sähe schön aus. Oder? Nee. Nee, das ist ja Kappes. Oder doch, ich probiere das mal gerade. Ich probiere das mal gerade, wie das aussehen würde. Hier die normalen Treppen. Die dahin. Und das dann so. Dass man hier in so einen Lounge-Bereich hochkommt. Den Rest würde ich dann, glaube ich, glaube ich, so gestalten, oder? Hier dann ein Lounge-Bereich, hier unten, was weiß ich, Getränkeautomaten und Kleinigkeiten. Hier Sitzflächen, Tische und ähnliches. Doch, ich denke, das ist ganz gut so. Und dann machen wir das hier dann nochmal. So und wieder so. Und Treppe wieder so. Und das war vollkommen falsch. Das muss weiter innen hin. Das muss weiter innen hin. Hoppala. So. Wenn das denn jetzt mal entfernt würde. Danke. Und die da. So. Und dann nehme ich den da und den da. Und den da. Das lassen wir so. Und die anderen müssen wir hier nämlich mal gerade rausnehmen.
So. Weil das sonst nie passt. So. So habe ich mir nämlich diesen Lounge-Bereich gedacht. Ich hoffe, das funktioniert. Wir werden sehen. Ja, wie gesagt, Getränkeautomat oder ähnliches sollte da noch hin. Dann bräuchte ich eigentlich auch noch sowas wie Crewquartiere, Schlafräume und. Und noch viel mehr. Ich würde sagen, wir machen das hinten höher. Doppelstöckig. Oder? Machen es vielleicht im Ganzen größer. Dass man hier, wenn man die Ebene hat... Oh. Entschuldigt. Ich musste kurz husten. Wenn man hier die Ebene hat, das Ding vielleicht sogar schließt. Dann jedoch... Hier noch zwei Stützen drauf, mittig, ne? Das ist ja hier eigentlich auf 4. Mittig noch zwei etwas größere Stützen. Hier hinten dann noch zwei Stützen hochzieht. Und da drüber eine noch größere Basis, eine noch größere Schüssel, sag ich mal, baut. Wollen wir das so machen? Und das hier nur als unteren Verwaltungstrakt nehmen, als Fracht- und Reaktorbereich, so nichts Wichtiges, so nach dem Motto, beziehungsweise nur das Wichtigste und nicht die eigentliche Basis. Doch, ich glaube, das will ich machen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen kann, aber das will ich machen. Ja, beschlossene Sache. Wir machen das so. Ich speichere jetzt nochmal gerade. Und dann komme ich hier nicht rein. Na, so. Und dann sehen wir zu, dass wir das so fertig kriegen. So, also einmal gerade gespeichert. Und dann werden wir ja in der nächsten Aufnahmesession weitermachen. Von daher, tschüss, ihr Lieben. Und wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Macht's gut.